Leute fragen sich, Sascha, warum kam am Sonntag kein Video? Leute fragen sich, Sascha, warum kam am Montag kein Video? Die meisten Leute fragen sich wahrscheinlich gar nichts, aber für die Leute, die sich fragen, warum am Sonntag kein Video kam, und zwar ist Folgendes passiert. Ich habe vergessen, dass ich mal wieder ein Placement habe, eine Kooperation, habe ich einfach vergessen, weil ich so selten vorkomme. Dafür gibt es mal bald wieder Werbung auf meinem Kanal, und zwar am Sonntag um 18 Uhr, also einschalten. Product Placement, Alter. Ich habe mir gedacht, wir drehen heute mal wieder Saschalis Kommentare, ganz traditionell aus der letzten Episode Saschalis Kommentare. Der Top-Kommentar von Paul Raute: gestern Kondome zum Fremdgehen bei Rewe gekauft. Mehr Anzeigen, trotzdem Treuepunkte erhalten. Was wird passieren? A. Ich beleidige Paul Raute. B. Es kommt ein übersteuerter Musikausschnitt. C. Ich mach schnell weiter mit dem nächsten Kommentar. Oder D. Halt dein Maul. Der ist nicht mal schlecht. Wirklich, also ich muss sagen, Paul Raute, du hast Merch von mir gewonnen. Bitte melde dich doch bei Facebook, wie ich euch kenne. Ihre Schlawiner melden sich jetzt mindestens 6 Leute, die Paul heißen und sagen so, yo, das war mein Kommentar. Aber Paul Raute, falls du existierst, ich gehe mal davon aus, dass du existierst, schreib mir doch einfach, du hast ein Merch von mir gewonnen. Machen wir weiter. Zwei Blondinen in Mainz. Sagt die eine, Mainz ist ein Drecksloch. Sagt die andere, Mainz auch. Wirklich, Schoki, danke nochmal für den Blondinenwitz. Mehr Anzeigen. Machen wir weiter. Max schreibt, was ist ungespielt in einem Chemielabor? Mehr Anzeigen. Eine Reaktion. Oh, Entschuldigung. Wo geht Nico hin, wenn er was... er geht ins Kopierzimmer. Heilige Scheiße. Ich hab's... die Kommentare manchmal unter meinem Video. Leute, ich habe alles gecheckt. Ich habe das laut gecheckt. Nico geht ins Kopierzimmer. Ja, verdammt, Mann. Ich weiß sowas. Gelber Bagger und Bagger kann nicht schwimmen und ein hat einen Arm. Wenn es zwei Arme hat, was kann schwimmen, dann sind es zwei Bagger, Mann. Every time I'm in the street, I hear... Man down. Ich war letztens im Supermarkt einkaufen und habe mich mit Sascha am Gemüsestand unterhalten. Keine Ahnung, wieso mich die Leute so komisch angeschaut haben. Bruh. Wahrscheinlich, weil er sich mit dem besagten Gemüse unterhalten hat und er jetzt schreibt, dass ich das besagte Gemüse bin und deswegen... Im Supermarkt. Verkäufer, sammeln Sie Punkte. Käufer, nee, bin Köln-Fan. Handwerker. Und Girossi. Lehrer, wer die nächste Frage richtig beantwortet, darf gehen. Ali wirft einen Stift. Lehrer, wer war das? Ali, ich bis morgen. Alles klar, ich bin raus. Was ein geiler Kommentar. Wahrscheinlich. Oh Mann, ey. An alle, die noch zur Schule gehen, den würde ich mir einfach mal merken. Ich sage natürlich aber klar, dass man wieder der Ali ist. Das ist natürlich das Klischee. Was ist gelb und schaufelt gerne Löcher? Es ist ein Bagger, es ist ein Bagger. Ich weiß es doch. Ich weiß es doch, dass es dieser Bagger. Ein Chinese mit einer Schaufel. Mein Lehrer hat mir neulich mein Heft zurückgegeben. Ich dachte mir nur, mehr Anzeigen. Heftig. It's been a long day without you, my... Jetzt folgt ein Gedicht. Ich hätte ganz gern kurz gedichthafte Stimmung. Rosen sind rot, Münzen sind Geld. Ich habe mir eine Pizza bestellt. Komm bitte her und lege dich drauf, denn auf meiner Pizza fehlt nur noch der Lauch. Ein anderes Wort für kurze Haare. Mehr Anzeigen, Insko. Wundert euch nicht, wenn ich hier gleich in die Hose geschissen habe. Ich glaube, ich weiß Bescheid. Du bist Bescheid. Ein Tipp von mir. Schaut Saschas Video mit Kopfhörer an und natürlich mit voller Lautstärke. Die beste News-Sendung auf YouTube. Der letzte Kommentar von dieser Episode ist für mich, finde ich, der beste Kommentar. Bester YouTuber Deutschlands. So, ich würde sagen, das war's mit der heutigen Episode Saschalis Kommentare. Wir sehen uns demnächst schon wieder, wenn es wieder heißt. Leute, die es jetzt nicht sehen wollen, haltet irgendwie 10 Sekunden die Augen zu oder so.